Ja, haben leider nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben, irgendwie auf den Platz gekriegt. Halt. Das ist sehr, sehr bitter. Aber nichtsdestotrotz muss es ja irgendwie weitergehen. Die müssen uns aus der Scheiße befreien, da kann uns sowieso keiner helfen. Und jetzt müssen wir als Mannschaft und als Verein natürlich immer enger zusammenwirken, ganz einfach. Und, ja, ist ja klar, dass wir darüber sprechen müssen. Das hat zu Hause auch schon ein bisschen uns gegenseitig angemacht, aber ja. Und dann steht es trotzdem, die 0-4 Niederlage zu Hause. Und, ja, die Art und Weise geht halt gar nicht. Fazit ist, dass wir da wirklich versagt haben in allen Punkten. Überhaupt nicht das, was wir uns vorgenommen haben, umgesetzt auf dem Platz. Und dann völlig zu Recht auch 4-0 verloren. Warum, wieso, weshalb, das müssen wir jetzt mal analysieren. Wir müssen mal mit dem Trainerteam sprechen. Aber das kann halt so nicht sein. Wir haben uns jetzt nach dem Punkt in Stuttgart haben wir uns ein bisschen was ausgerechnet. Wenn wir jetzt das Spiel jetzt hier zu Hause gewinnen, und dass wir dann so desolat auftreten. Ja, ist natürlich bitter, wenn man verliert. Egal, ob es ein Einstand ist oder was auch immer. Und ja, jetzt auch mit dem Spiel finde ich jetzt auch gerade ein bisschen die Worte. Aber wir werden uns natürlich damit so beschäftigen. Das ist auch nicht besser machen. Wenn wir am Fußball zu machen, wenn wir Sport bekommen, ist das nicht so gut. Dann schauen wir erst mal das nächste Mal ein bisschen. Nein, es war eine Eckball-Variante. Wir haben die studiert. Wir haben uns so freigelaufen, dass ich da hinten frei bin, weil wir das studiert haben oder auch in einem Video gesehen haben, dass da hinten keiner ist von denen. Und es ist hervorragend, dass es so geklappt hat.